Sie heißen Tine Schoppert, geboren am 9. Januar 1996 in Memmingen. Sie wohnen in Bad Tölesheim, sind ledig und Schülerin am Gymnasium. Am Morgen des 4.3.2012 schlich sich die 16-jährige Angeklagte unerlaubt auf den Hof des Landwirts Karl Wegner in Bad Tölesheim und mischte dort ca. 1,5 Liter Silage, 1,5 Liter Jauche und ca. 100 Milliliter Ätznatron in einem Eimer zusammen. Mit dieser Flüssigkeit versteckte sie sich anschließend auf dem Zwischengeschoss in der Scheune. Als Karl Wegner um 9.30 Uhr die Scheune betrat, schüttete sie ihm den Inhalt des Eimers über den Kopf. Karl Wegner litt äußerst schmerzhafte Verätzungen an Kopfhaut, Hals und Gesicht. Bezüglich des Hausfriedensbruchs wurde form- und fristgerecht Strafantrag gestellt. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch beschuldigt. Strafbar gemäß § 123 1 und 2. So, Tine, wollen Sie sich dazu äußern? Natürlich, also ich war das nicht, das war jemand anders. Aber verdient hat es dieser Wegner, der ist ein Mörder, ein Folterknecht. Also jetzt nur, dass wir uns gleich verstehen, der Herr Wegner, der wird hier weder beleidigt, noch beschimpft, noch Ähnliches, klar? Sorry, aber ist doch wahr. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht, dass Sie verstehen, was ich meine. Moment, Sie haben gesagt, mir was mitgebracht, was soll das werden? Das sind Flugblätter gegen Massentierhaltung. Die Menschen müssen endlich kapieren, wie ihr Fleisch auf den Tisch kommt. Nein, 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 so geht's aber nicht. Sie setzen sich jetzt ganz schnell mal wieder hin, bitte schön. Auch wenn gegen Ihr Engagement grundsätzlich ja mal nichts einzuwenden ist. Okay, aber Sie sollten auch wissen, was da draußen abgeht. Ja, ist gut, aber Sie setzen sich jetzt mal ganz schnell wieder hin, ja? Das ist nicht der richtige Platz für so etwas hier, ja? Sie sind hier einer schweren Straftat angeklagt. Darum sollten Sie sich jetzt mal Sorgen machen, eher, oder? Ja, jetzt erzählen Sie mal, wieso sind Sie denn so schlecht, auf den Herrn Wegner zu sprechen? Also, Herr Wegner ist Rinderbauer, aber seine Tiere sind dem Scheiß egal. Für den sind es bloß irgendwelche Fleischproduzenten. Die Kühe werden in ganz engen Stellen angebunden, dürfen sich nicht bewegen, dass jedes Fitzchen Energie in die Fleischerzeugung geht. Also, das heißt, Sie sind mit den landwirtschaftlichen Methoden des Herrn Wegner nicht einverstanden? Ja, natürlich nicht. Die Kühe werden total krank in den Stellen. Dann bekommt ihr Hammermedikamente. Wenn ich nur daran denke, könnte ich heulen. Total ekelhaft einfach nur noch. Und haben Sie gewusst, dass Kühe total intelligent und gesellig sind? Aber dieser Wegner, der hält sie sozusagen in Einzelhaft. Das ist Folter. Die haben noch nie irgendwelche Sonne gesehen oder sind auf einer grünen Wiese gewesen. Und dann werden die total qualvoll umgebracht und sind meistens noch nicht mal richtig betäubt. Gut, Luft holen. Richtigen Hass haben Sie auf Herrn Wegner, einen richtigen Hass, ne? Ja, habe ich auch. Und dieser Hass hat sich dann noch gesteigert, als Herr Wegner Ihren geliebten Hund totgefahren hat, oder? Ja, das können Sie laut sagen. Das war der Sammy. Süß, oder? Ich habe ihn gerade aus dem Tierheim rausgeholt. Sammy hat es eh schon nicht leicht gehabt, weil seine früheren Besitzer schlecht mit ihm umgegangen sind. Und gerade als ich ihn aufgepäppelt hatte, hat ihn dieser Wegner auf der Straße vor dem Hof totgefahren. Gut, und das hat dann das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht, richtig? Wenn Sie meinen, ob ich stinksauer wurde, ja, das war nämlich kein Unfall, das war Absicht. Ja gut, und Sie halten ihn also eben nicht nur für einen Tierquäler, sondern machen ihn auch noch verantwortlich für den Tod Ihres süßen Sammy, von dem Sie hier sprechen. Und das ist ja gerade der Grund für meine Anklage, die ich hier verlesen habe. Deswegen haben Sie am Tattag diese ätzende Mixtur zusammengestellt und diese Mixtur dann anschließend am Tattag zur Tatzeit dem Herrn Wegner über den Kopf geschüttet. Nein, das war ich nicht, ehrlich. Nun hat die Polizei allerdings festgestellt, dass von Ihrem PC aus Seiten im Internet aufgerufen wurden über die Zusammensetzung und die Herstellung von Silage, und zwar nur eine Woche vor der Tat. Ja, das kann ich doch erklären. Ich wollte mir halt eben genauer über Massentierhaltung und was überhaupt Silage ist. Haben Sie gewusst, dass das einfach nur Gras oder Korn ist, das mit Säure haltbar gemacht worden ist? Eklig. Und den Kühen schmeckt es noch nicht einmal, aber was anderes kriegen die ja nicht, die Armen. Woher wollen Sie denn wissen, was Kühen schmeckt? Mal abgesehen davon, das ist doch bei der Silage dasselbe Prinzip wie bei Sauerkraut. Und da schmeckt es ja auch, oder? Lecker. Und noch mal abgesehen davon, was sollen die Kühe denn im Winter sonst fressen? Ja, frisches Futter gibt es halt nun mal nicht im Winter. Herr Vorsitzender, meine Mandantin, die setzt sich zwar für den Tierschutz ein, aber sie ist keine Kriminelle. Ne? Und im Übrigen ist sie auch nicht die Einzige, die einen Hass auf den Geschädigten hatte. Der Herr Wegner, der hat sich doch bei vielen Leuten alles andere als beliebt gemacht. Genau. Der behandelt nicht so seine Tiere wie Dreck, sondern seine Angestellten lässt er auch leiden. Ich sag Ihnen, dieser Typ ist ein Choleriker. Den mag keiner. Sogar seine eigene Frau hat nichts zu lachen. Der macht sie in einer Tour fertig. Komm nun, es geht gleich los. Entschuldigen Sie nochmals, Frau Wegner? Eva, nun komm, wir müssen dafür sorgen, dass das Gehör seine gerechte Strafe bekommt. Ach, ist dann heute der Prozess gegen Tine? Ja, aber was machen Sie denn hier, Herr Pfarrer? Ich sage heute in dem Prozess aus wegen dem Vandalismus auf unserem Friedhof. So, also ich muss jetzt rein, Eva, und du redest nicht mehr so lange mit dem Pfaffen. Du bist auch gleich dran. Wie geht es denn Ihnen, Eva? Geht schon. Wirklich? Jammern bringt ja nichts.
Ja, aber manchmal fühlt man sich besser, wenn man sich seine Last von der Seele reden kann. Oh nein, schon wieder? Lassen Sie doch einmal sehen. Nein, da ist nichts. Wirklich nichts? Eva, so kann es doch nicht weitergehen. Ach, Herr Pfarrer, mein Mann ist eben sehr temperamentvoll und ich habe doch schließlich auch meine Fehler. Aber es gibt nichts, was das Verhalten Ihres Mannes rechtfertigt. Sie brauchen Hilfe, Eva. Ich muss jetzt los. Wenn ich zu spät zu meiner Aussage komme, dann wird Karl doch nur wieder wütend. Eva, ich vertraue darauf, dass Sie mit der Hilfe Gottes das Richtige tun werden. Sie wissen, was ich meine. Ich sehe da einige Menschen mit einem Tatmotiv. Für mich kommt da vor allen Dingen die Schwester eines getriezten Mitarbeiters in Betracht. Genau. Und außerdem hat meine Mandantin ein Alibi. Ein löchriges Alibi, das wissen Sie ganz genau, Herr Vorländer. Aber wenn Sie schon Franziska Bach, die Schwester dieses, wie Sie es sagen, getriezten Mitarbeiters ins Feld führen, ja, dann lassen Sie mich doch dazu mal Folgendes sagen. Die Schwester hören wir nachher. Und Sie würden es bestätigen, wie weit und wie sehr weit hier Ihre Mandantin geht, wenn sie ihre Ziele erreichen möchte. Wissen Sie was, ich sage jetzt gar nichts mehr. Naja, ich hätte schon noch ein paar Fragen an Sie. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Der Staatsanwalt ist voll eklig zu mir. Der tut alles so, als wäre ich schuldig. Und außerdem steht hier für mich viel zu viel auf dem Spiel. Also, was meine Mandantin sagen möchte, ist, dass sie für die Sommerferien einen der wenigen begehrten Plätze in dem Krüger Nationalpark in Südafrika ergattert hat. Und sie müsste diesen Platz natürlich aufgeben, wenn sie jetzt hier heute rechtskräftig am Ende verurteilt werden würde. Will heißen, das ist doch für mich ein Indiz mehr, Herr Staatsanwalt, dass meine Mandantin diese Tat eben nicht begangen hat. Sie würde doch niemals ihr Praktikum aufs Spiel setzen. Ja, ganz tolles Indiz, wirklich klasse. Ne? Ich meine, sie wird eben gehofft haben, dass sie nicht erwischt wird. So einfach ist die Rechnung. Was wollen Sie denn da machen im Krüger Nationalpark? Na, muss ja sehr wichtig sein. Was wir genau machen wollen. Also ich möchte gerne Tieren helfen. Und am Praktikum ist es? Genau. Okay. Gut, wenn Sie sonst nichts sagen wollen, dann nehmen Sie bei Herrn Verteidiger Platz. Wir treten die Beweisaufnahme ein. Karl Wegner, bitte. Guten Tag, Herr Wegner. Guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Geht gleich weiter. Also, als Zeuge müssen Sie ja die Wahrheit sagen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Na ja. Sie heißen Karl Wegner, 53 Jahre alt. Sie wohnen in Bad Tölisheim, sind verheiratet, Landwirt, nicht verwandt oder verschwägert mit der Tine Schoppert. Nun geht es ja darum, ob die Tine Ihnen Jauche, Silage und Ätznatron über den Kopf geschüttet hat. Ja, klar, sie war es, 100%. Sehen Sie, was sie mir angetan hat. Nein, ich war das nicht. Vielleicht gehen Doch. Wir einfach mal... Nein! Wir gehen es besser mal der Reihe nach durch. Erzählen Sie einfach mal, das war ein Sonntagmorgen, glaube ich. Ja? Was ist da abgelaufen? Wie geht's ganz von vorn? Ja, ganz von vorn. Na gut. Ja, ich habe mit meiner Frau am Frühstückstisch gesessen. Ja, und dann bin ich in die Scheune gegangen, wollte da den Schlauch holen und die Düsen, um den Stall auszuspritzen. Das mache ich jeden Sonntag. Wem war denn bekannt, dass Sie diese Arbeit immer zur selben Zeit, immer Sonntagmorgen durchführen? Ja, jeden. Eigentlich jeden. Der es wissen wollte. Das konnte ja auch jeder bei den Zaun sehen. Die auch. Ist Ihnen denn da, als Sie in den Stall sind, irgendwas oder in die Scheune irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Haben Sie irgendein Geräusch gehört oder jemand gesehen? Nee, es war eigentlich wie immer. Ich habe mich dann auch nach dem Schlauch gebückt. Und dann habe ich auf jeden Fall irgendwie ein Schwall Flüssigkeit auf meinem Kopf gemerkt. Erst dachte ich, das wäre Wasser oder so, aber da fing das auch mal an zu brennen. Das hat höllisch wehgetan. Da habe ich gedacht, nee, raus. Und ich wusste, im Stall habe ich ja einen Wasserhahn. Da bin ich schnell hingelaufen, habe meinen Kopf runtergehalten und habe alles abgewaschen. Ja, haben Sie zum Glück schnell, genau richtig gehandelt. Ja? Ja, und zum Glück kam dann auch meine Frau gleich, hat den Notruf getätigt. Das waren Höllenschmerzen, sage ich Ihnen. Die wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Aber so sind halt die Tierschützer, ne? Einem Tier darf kein Haar gekrümmt werden, aber Menschen, die kann man ruhig quälen. Nicht alle Menschen, nur Menschen wie Sie haben das verdient, normale Menschen nicht. Tine, bitte. Wenigstens spüren Sie jetzt mal am eigenen Leib, wie es ist, wenn jemand mir getan wird. Ihre Kühe müssen jeden Tag so leiden. Sehen Sie, Sie war's. Also ich würde jetzt mal dringend raten, sich ein bisschen zurückzuhalten. Sie tun sich damit wirklich keinen Gefallen, okay? Man darf doch wohl seine Meinung sagen. Also Reste der Mischung, die Ihnen da über den Kopf geschüttet wurden, sind in so einem 3-Liter-Eimer bei Ihnen sichergestellt worden in der Scheune. Das ist dann labortechnisch untersucht worden. Die Flüssigkeit bestand aus gleichen Teilen Sodakrein, das ist eine besondere Art der Silage, und Jauche. Und des Weiteren war dieser Mischung 100 Milliliter Ätznatron beigesetzt worden. Sowohl Eimer, Jauche, Silage und auch das Ätznatron stammen alles aus Ihrer Scheune, oder? Ja, richtig. Also bis auf die Jauche, die ist eigentlich nicht da. Stimmt so, oder?
Das ist richtig. Das habe ich in meiner Scheune gelagert. Das brauche ich ja immer. Laut medizinischem Gutachten erlitten Sie auf der oberen Kopfhaut, auf der Stirn und am Hals schmerzhafte Verätzungen. Glücklicherweise steht hier, wann die Narben wieder vollständig abheilen. Momentan sieht es ja noch ganz deftig aus. Ne? Ja, glücklicherweise hatte ich mich auch gerade runtergebeugt. Sonst wäre das wahrscheinlich auch noch in die Augen gelaufen. Dann wäre ich blind geworden. Das hättest du gerne gewollt, ne, Fräulein? Haben Sie denn eigentlich meine Mandantin am Morgen der Tat da in der Scheune gesehen? Haben Sie mir nicht zugehört? Ich habe doch gesagt, ich bin gleich aus der Scheune rausgelaufen in den Stall. Also, ja oder nein? Nein, aber sie war's. Wieso sind Sie sich denn da so sicher? Weil mich das Gehör auf dem Kieker hat. Seitdem die Schopper bei uns nebenan eingezogen sind, habe ich keine ruhige Minute mehr. Wieso haben Sie keine ruhige Minute mehr? Ja, es fing damit an, dass Tine sich den Hof anschauen wollte. Da habe ich ja gedacht, warum nicht? Ich habe ja nichts zu verbergen. Aber grober Fehler. Von dem Tag an hat sie mich bei jeder Gelegenheit angepöbelt. Von wegen arme Tiere und so. Das sind ja auch arme Tiere. Was sind sie denn nur für ein Mensch, Lebewesen so leiden zu lassen? Mädel, das sind Rindviecher. Die sind es gewohnt und dafür geboren, so zu leben. Das ist doch nicht so, als wenn ich Almkühe eingesammelt hätte und ein Loch gesteckt hätte. Kein Tier sollte irgendwo eingepfercht sein. Ja, ihr Tierschützer, ihr haltet euch Tiere als Spielzeug. Für mich geht es ums Überleben. Ich stelle das her, was die Masse möchte. Und die Masse möchte billiges Rindfleisch. Und damit hier mal eins klar ist, ich halte mich genau an die gesetzlichen Vorschriften. Wenn die Leute wüssten, wie das Fleisch hergestellt worden ist oder wie sie die Tiere behandeln würden, dann würden sie gar kein Fleisch mehr essen, sondern gar kein Billigfleisch. Träum weiter, Mädel. Lassen wir das doch mal. Sie haben vorhin gerade gesagt, bei jeder Gelegenheit wird die Angeklagte sie anpöbeln. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wenn ich sie zufällig im Ort treffe, dann versucht sie, mich gleich anzusprechen. Was heißt ansprechen? Das ist ja hysterisches Gekreische, ist das. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich Sie noch überzeugen. Nein, also das geht mir so auf die Nerven, dein Gekreide. Bei der Polizei haben Sie auch was ausgesagt, dass es irgendeine Demo sogar gab? Dann? Ja, das hat ja denn, das stand es mir noch mal bis hier. Da hatte sie lauter andere Bambi-Streicher noch zusammengerufen, da war sogar die Presse. Und dann haben die halt vor meinem Hof demonstriert. Ich habe natürlich gleich die Polizei angerufen, aber die haben ja überhaupt nichts gemacht. Ich weiß nicht, dafür zahle ich ja nicht mehr Steuern. Also, das verstehe ich nicht. Die Versammlung war ja ordnungsgemäß angemeldet worden. Wurde denn irgendwas beschädigt? Nee, es wurde nichts beschädigt. Na also. Aber den Mittwoch, bevor sie mir die Säure über den Kopf geschüttet hat, da ist sie bei mir über den Zaun gestiegen und war in meiner Scheune. Ich weiß nicht, was sie da wollte. Vielleicht wollte sie mir den Hof unter den Hintern anstecken oder was? Nein, das glaube ich eher weniger. Ich denke, sie wollte sie einfach auskundschaften. Sie wollte schauen, ob auch wirklich alles vorrätig ist, was sie dann am Tattag für diesen ätzenden Cocktail benötigen würde. Nein, ich wollte mit meinem Handy nur ein Video drehen über die Tiere und das ins Internet stellen, damit alle Menschen mal sehen, wie der Weg mit seinen Tieren umgeht. Video ist ein schönes Stichwort. Sie sind ja aufgenommen worden von der Kamera auf dem Hof. Erklären Sie noch mal eins. Sie kommen aus der Scheune raus. Jetzt bin ich zwar ein Stadtkind, aber Tiere nach meiner Kenntnis befinden sich im Stall. Bevor Sie, vielleicht bietet sich an dieser Stelle an, das Video in Augenschein zu nehmen. Es müsste schon an der richtigen Stelle sein. Können wir gerne machen. Es geht folgender Beschluss. Das Überwachungsvideo wird abgespielt und dadurch in Augenschein genommen. Ist ja wohl die Scheune, aus der Sie da kommen, oder? Das, was Sie da hören, das sind der Hasso und der Harro. Meine beiden Rottweiler. Da hat sie aber Glück gehabt, dass Sie die nicht erwischt haben. Also, Tine, genau. Sie kommen ganz offensichtlich aus der Scheune. Was wollten Sie denn da? Ich wollte nur gucken, was der Wegner seine Tiere verfüttert. Und dann wollte ich noch zu den Ställen, aber da kamen ja dann seine Hunde. Ja, sagten Sie schon, ne? Ganz bestimmt war es so. Ganz ja, bestimmt. War es so. Das ist ja schon ein Hausfriedensbruch gewesen damals. Wieso haben Sie deswegen da keinen Strafantrag gestellt? Ja, um des lieben Friedens wegen. Ich bin ja auch zu den Eltern hingegangen und habe mit denen geredet. Die haben mir auch versprochen, dass so etwas nicht wieder vorkommen wird. Die sind ja auch schon genug bestraft mit diesem Rotzgehör. Aber das hier, das hat einen ganz anderen Charakter. Und das alles nur, weil ich aus Versehen ihren Köter überfahren habe. Von wegen aus Versehen. Klar, aus Versehen. Dann hättest du deinen Köter an die Leine gemacht. Dann wäre das nicht passiert. Das kommt davon, wenn man den Mistviechern so viel Freiheit gibt. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was da passiert war? Ja, ich war auf dem Nachhauseweg von einer langen Sitzung vom Bauernverband. War schon spät, ich war auch ziemlich müde. Da habe ich gedacht, ich nehme die Abkürzung über den Feldweg. Und plötzlich läuft mir dieser Köter da vor die vors Auto und ich konnte nicht mehr bremsen. Dann habe ich halt überfahren. Und Sie sind einfach weitergefahren. Was hätte ich denn machen sollen? Ich habe doch gesehen, dass du sofort hingelaufen bist und hast dich um ihn gekümmert. Was soll ich denn da noch? Ja, Entschuldigung, Sie haben ein lebendes Tier überfahren in dem Moment. Einen Hund, da steigt man doch normalerweise aus und schaut, ob dem was passiert ist, ob man dem vielleicht noch helfen kann. Ja? Das war ein Privatweg zum Glück. Wenn das eine öffentliche Straße gewesen wäre, dann hätten Sie sich strafbar gemacht, oder? Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Stehe ich jetzt hier vor Gericht oder was? Ich, also
Ich wollte mich nicht wieder von diesem Gör anmachen lassen, das kann man doch wohl verstehen, oder? Ich möchte jetzt eins mal klarstellen. Meine Mandantin ist eine junge Frau, die sich für ihre Ideale einsetzt. Sie lungert nicht auf der Straße rum, sie nimmt keine Drogen, sie raucht nicht, sie trinkt nicht. Und jetzt sage ich noch mal was Deutliches. Sie bewegt sich eigentlich bei all dem, was sie tut, an sich immer im Rahmen des Legalen. Wenn man jetzt mal von diesem nächtlichen, nachbarlichen Ausflug da auf den Bauernhof absieht. Aber das lässt sich doch nun wirklich allemal unter jugendlichem Leichtsinn verbuchen. Mit anderen Worten, meine Mandantin neigt alles andere als zur Gewalttätigkeit. Im Gegenteil, sie lehnt sogar jegliche Form von Gewalt ab. Das sehe ich anders, Herr Vorländer. Und im Gegensatz zu Ihnen biege ich mir auch nichts zurecht. Und ich meine, wenn schon die ehemals beste Freundin ihre Mandantin gegen Sie aussagt, ich meine, das heißt doch schon einiges, oder? Diese ehemals beste Freundin, hören wir jetzt gleich an. Gibt es noch Fragen hier an den Herrn selbst? Danke, Sie dürfen den Platz nehmen. Franziska Bach, bitteschön. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Entschuldigung, ist es okay, wenn mein Bruder zusieht? Ja klar, kann sich gerne irgendwo ins Publikum setzen. Und Sie kommen bitte einfach nach vorn. Ja, danke schön. Okay, Darius, schau mal, da drüben ist bestimmt ein Platz für dich. Ich muss da vorne sitzen. Ich habe dir ja schon vorher erklärt, dass ich heute hier eine Zeugenaussage machen muss, ja? Okay. Gut, haben wir das geklärt. Nehmen Sie vorne bitte Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich stark. Ja, natürlich, das weiß ich. Sie heißen Franziska Bach, Sie sind 16 Jahre alt, Sie wohnen in Bad Tölesheim, Sie sind ledig, Schülerin am Gymnasium, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Genau. Aber Sie wissen natürlich, was ihr vorgeworfen wird, oder? Sie soll ihren Nachbarn, den Herrn Wegner, was auf den Kopf geschüttet haben, und zwar eine Mischung aus Silage, Jauche und Eznadron. Ja? Ja, ich weiß. Krass, oder? Also diesmal ist Tine wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Was meinen Sie mit diesmal? Naja, Tine ist ja schon seit längerem eine fanatische Tierschützerin. Aber dass sie sowas macht? Ich meine, sie hat zwar schon öfter gesagt, dass Tierquäler mal solche Qualen auch mal am eigenen Leib spüren sollten, aber ich habe sie nie wirklich ernst genommen. Das hätte ich wohl lieber mal tun sollen, mit all dem, was sie mir so angetan hat. Mensch, Mann, du kannst doch nicht ernsthaft denken, dass ich irgendjemanden Säule über den Kopf schütten würde. Vielleicht fangen wir mal etwas früher an. Woher kennen Sie die Angeklagte überhaupt? Also Tine und ich, wir kennen uns schon seit der Grundschule. Wir waren damals allerbeste Freundinnen. Ich weiß noch. Ich hatte mich so gefreut, als Tine mit ihren Eltern zusammen aus der Stadt zu uns in die Nähe aufs Land gezogen ist. Aber das war, bevor sie so dermaßen krass abgedreht ist. Inwiefern abgedreht? Naja, also zuerst hat sie angefangen, in einer Tour nur noch über Tierschutz zu reden. Also wirklich andauernd. Für nichts anderes hat sie sich mehr interessiert. Egal ob Typen, Klamotten, Musik, das war ja alles auf einmal viel zu oberflächlich. Das ist ja auch oberflächlicher Mist. Mich interessiert es aber, okay? Also Sie dürfen mich jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde ja auch, dass Tierschutz wirklich eine super Sache ist. Und es ist wirklich voll ätzend, was mit den armen Tieren passiert, bevor sie als Wurst enden. Und Tiere sind ja auch wirklich süß. Vor allem so süße kleine Ferkelchen. Oh, so kleine süße Ferkelchen. Sehen Sie, man kann mit Tine nicht mehr normal reden. Einmal hat sie mir in der Pause sogar mein Salamibrot aus der Hand geschlagen. Das ist doch nicht mehr normal. Und trotzdem habe ich noch zu ihr gehalten. Sogar als die anderen Mädchen schon angefangen haben, sie für völlig bekloppt zu erklären. Ach, mit den blöden Tussis will ich eh nichts mehr zu tun haben. Die teilen sich eine Gehirnzelle. Und übrigens, ich habe jetzt neue Freundin. Von mir aus können sie mich auch ruhig bekloppt nennen. Ja, super. Deine Öko-Freunde. Alter, die sind sowas von uncool. Ich hoffe, du hast dir einen großen Vorrat an Kräutertee angeschafft. Wie kam es denn dann dazu, dass ihr Freundschaft zerbrach? Also Tine hat angefangen für diese, oh, wie heißt das nochmal, Rinderhilfe. Genau, Tine hat angefangen für diese Rinderhilfe zu sammeln. Da geht es irgendwie darum, Kühen zu helfen oder irgendwie sowas. Da merkt man doch, dass du mir gar nicht richtig zugehört hast. Das heißt nicht Rinderhilfe, das heißt die Kuh macht Mu e.V. Oh, ja, die helfen, befreiten Stalltieren ein glückliches Leben zu führen. Ja, meinetwegen. Ist ja auch egal, wie das heißt. Auf alle Fälle hat Tine angefangen, für diesen Verein zu sammeln. Und ich habe ihr dann versprochen, mein Taschengeld für einen Monat für diesen Verein zu geben. Ich meine, es ist ja an sich auch wirklich eine super Sache. Aber dann ist halt was dazwischen gekommen. So kann man es auch ausdrücken. Also, ein paar Freunde und ich, wir haben eine Sammelbestellung für ein T-Shirt gemacht. Und das musste ich dann ausgerechnet in der Woche zahlen, in der ich Tine eigentlich das Geld für ihren Verein geben wollte. Und da ist sie dann total ausgeflippt. Aber warten Sie mal. Klar bin ich ausgeflippt. Das war nicht nur irgendein T-Shirt, die sie da bestellt hat. Und jetzt halten Sie mal fest. Ein Justin Bieber T-Shirt. Justin Bieber, was muss man denn für ein Mensch sein, so einen bekloppten Weichei wichtiger zu finden, als dass es den Kühen gut geht? Ja, aber Bieber sind auch nette Tiere, oder? Kleiner Scherz am Rande. Justin Bieber. Ja. Ich habe es immer mitgebracht hier.
Tine hat das T-Shirt absichtlich mit Farbe versaut. Das ist doch einfach nur Psycho. Also Tine, Freundschaften zerstören Sie wegen Ihrer Überzeugung und fremdes Eigentum ebenfalls. Das ist schon ewig her und außerdem habe ich ihr den Schaden auch bezahlt. Und ich finde es total blöd, dass dieser Kiki-Kram hier wieder aufgewärmt wird. Also das finde ich allerdings auch. Und außerdem, Herr Staatsanwalt, es ist doch ein großer Unterschied, ob man so ein T-Shirt verschmiert oder ob man einen Menschen verätzt. Naja, das mag ja sein, das war ja noch nicht alles. Vielleicht erzählen Sie mal, was sich die Angeklagte noch alles geleistet hat. Also Tine war mal bei mir zu Besuch. Mhm. Das war aber auch das letzte Mal, dass sie bei mir zu Besuch war. Danach war die Freundschaft dann endgültig aus. Also Tine saß bei mir im Zimmer und ich bin eben kurz ins Bad gegangen. Da muss sie irgendwie mein Tagebuch rausgezogen haben. Auf alle Fälle hat sie eine Seite aus meinem Tagebuch mit ihrem Handy abfotografiert und ins Internet gestellt. Und darunter hat sie dann noch geschrieben, das Tagebuch einer Hirnamputierten. Alle haben mich ausgelacht. Meine Freunde, meine Klassenkameraden, einfach alle. Mir war das sogar so peinlich, dass ich mich ein paar Tage lang nicht mehr in die Schule getraut habe. Und was war auf dieser Tagebuchseite zu sehen oder zu lesen? Naja, also ich habe da einfach ein bisschen rumgesponnen. Also ich habe ein Bild von Justin Bieber da reingeklebt und ein paar Herzchen dazu gemalt. Ich meine, es ist echt ziemlich peinlich, aber ich hätte ja nie damit gerechnet, dass es auch nur irgendwann irgendjemand zu Gesicht bekommt. Ganz ehrlich, ich glaube, Tina hat sie einfach nicht mehr alle. Das Mädchen hat, die ist einfach gaga. Ja, okay, sorry, das mit dem Foto war nicht okay. Aber du warst meine beste Freundin. Und ich bin einfach total verärgert und wütend, dass du dich jetzt mit so, ich weiß auch nicht, so deine Zeit mit so banalem Zeug verplempert hast. Mädchen, du musst einfach mal checken, dass man sich für mehrere Sachen gleichzeitig interessieren kann. Ich meine, ich kann Justin Bieber toll finden und trotzdem nicht damit einverstanden sein, was mit den armen Tieren passiert. Aber du bist ja total besessen. Also, das war also die Geschichte einer zerbrochenen Mädchenfreundschaft. Aber mich interessiert ehrlich gesagt mal was anderes. Wo waren Sie eigentlich an diesem 4. März um 9.30 Uhr? Was? Also 55 SDPO, ich muss Sie belehren, auf solche Fragen müssen Sie nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten.